Hallo Überlebende, heute zeige ich euch einmal, wie man eine Farm unterirdisch aufbaut. Dies ist relativ einfach umzusetzen und man kann schon am ersten Tag damit beginnen, sie zu bauen. Dadurch bekommt man natürlich verschiedene Materialien. Das hat natürlich auch die Vorteile, dass ihr nicht so leicht gespottet werdet, wenn Zombies über eure Basis hinweglaufen, wenn ihr im Untergrund baut. Oder am 7th Day, dass der Angriff da nicht so stark drauf geht. Könnt damit einfach vermeiden, dass da Zombies reintroppen und eure Crops zerstören. Und gerade im PvP-Bereich ist das, glaube ich, auch irrsinnig brauchbar, weil ihr nicht so leicht gesehen werdet. Also man erkennt eure Basis nicht so einfach, wenn ihr vorsichtig die Lichtschächte in ein Haus hineinbaut oder durch ein Haus durchbaut und darunter dann die unterirdische Farm. Ich habe ja schon mal was vorbereitet. Ich habe hier einen Fallschacht für das Licht mit Steinen ausgekleidet. Und gehen wir mal runter. Habe ich einen kleinen Raum eingerichtet, den habe ich ein bisschen bemalt, damit ich euch das demonstrieren kann. Sehen wir uns das mal an. Unterhalb eines Lichtschachtes bewegt sich das Licht 7 Block weit. Das bedeutet, mit dem Zentrum sind es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Steht noch eine Kartoffel, so, noch weg. 7. Der 8. geht schon nicht, weil hier einfach kein Licht herkommt, dass man die Pflanze platzieren kann. Jetzt gibt es verschiedene Möglichkeiten, diesen Fallschacht noch abzusichern, damit die Zombies da nicht einfach reindroppen und eure Farm zerstören. Möglichkeiten wären hier mitunter verschiedene Rahmen, die nicht ausgebaut sind. Die haben halt die haben recht niedrige Lebenspunkte. Die könnte man hier auch von oben bis nach unten platzieren. Man kann Glas nehmen, man kann aber auch die Gitter nehmen. Der Unterschied zwischen den einzelnen Blöcken sieht man hier in der Lichtundurchlässigkeit. Lichtundurchlässigkeit 0 bedeutet, dass das ganze Licht durchkommt. Wenn wir hier zum Beispiel zum normalen Glas hergehen, das eine extrem niedrige Lebenspunktezahl hat von nur 1, das bedeutet mit einem Schlag oder einmal blöd anschauen, ist es schon kaputt, hat einen Abzug von 1. Wenn wir dieses Glas hier rein platzieren und dann eine Saat nehmen, dann sehen wir schon, wir können diese Saat nicht weit platzieren. Die geht nur bis maximal hierher. Beim kugelsicheren Glas, welches natürlich extrem teuer ist, ist der Malus sogar noch stärker. Da ist der Abzug bei 2. Wenn wir uns aber zum Beispiel diese Eisenstangengitter hernehmen, die sehr gerne als Zäune oder als Catwalk benutzt werden, weil man auch durchschießen kann, die haben eine Lichtundurchlässigkeit von 0, was sie ideal macht, um sie gegen herunterfallende Zombies zu schützen. Am besten ist natürlich, dass ihr nicht von unten anfangt, diese Gitter zu platzieren, sondern von oben weg. Und im Idealfall könntet ihr den ganzen Lichtschacht voll damit machen. Somit droppen die Zombies nicht rein, wenn einmal das oberste Gitter zerstört ist. Und ihr habt ein bisschen eine Ruhe. Sollte es euch an einem 7. Tag doch wittern und die Horde Nacht doch etwas zu unangenehm werden. Kommen wir nochmal zurück zu den Radios. Der Anbauradius der Pflanzen ist nicht ein perfekter Radius. Sieht das schon hier, wenn man aussetzt, hier rüber geht, geht schon nicht mehr. Die Diagonale zieht sich da über 15 mal 15 Felder. Aber die Ecken, so wie wir es hier haben, sind nicht mehr zum Bepflanzen, weil es hier einfach kein Licht gibt. Wenn wir aber, wie hier, einen zweiten Lichtschacht machen und den absichern, dann können wir hier auch noch anbauen. Und somit die komplette Fläche nutzen. Somit ist im Prinzip jedes unterirdische Gewächshaus beliebig erweiterbar. Ein weiterer Vorteil ist, dass diese nicht nur einfach in der Länge und der Breite erweiterbar sind mit den Lichtschächten, sondern auch nach oben und unten hin.
Somit herrscht unterhalb der Lichtschächte durchgehend genug Licht. Genug Licht, um die ganze Fläche bebauen zu können. Es wird immer wieder gefragt, ob Licht generell hilft, die Pflanzen wachsen zu lassen, und die Antwort ist nein. Elektrisches Licht hilft nicht beim Pflanzenwachstum. Und generell unterstützt es auch das Pflanzenwachstum nicht, oder ermöglicht es überhaupt an einem Bereich ohne Himmel Pflanzen wachsen zu lassen. Auf Servern, in denen es nicht viele Claim-Blocks gibt, in denen man vielleicht nur ein, zwei oder drei Claim-Blocks hat und diese aufspannen möchte, empfiehlt es sich natürlich, vertikal zu bauen. Seht das hier? Ich habe das hier schon mal angefangen. Hier ist ein Gewächshaus über mehrere Etagen drüber gezogen. Das natürlich permanent eine gute Ernte abwirft. Eine Pflanze braucht circa 3 Tage zum Wachsen. Ja, und damit solltet ihr nie wieder Hunger leiden müssen. Diese Demo könnt ihr euch natürlich auch auf meinem Server anschauen, der ist public. Einfach auf thehellsgate.eu suchen, in der Spielerliste, einmal joinen. Und dann könnt ihr euch das direkt ansehen. Sollte euch dieses Tutorial gefallen haben, dann hoffe ich auf ein Like und ein Abo. Dann bleibt ihr auf dem neuesten Stand, wenn ihr die Glocke aktiviert. Und ich wünsche euch das Beste. Ciao.